Ich würde jetzt gerne, vielen herzlichen Dank, ich würde jetzt gerne einen Song spielen, für den ich das Genre praktisch selbst erfinden muss. Das ist mein erster Protest-Bossa Nova. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal, normal ist ja Bossa Nova nicht die klassische Protestmusik. Das ist ja, es plätschert so dahin, es ist eher so smooth. Aber es passt gut zum Thema, denn es ist ein Protest-Bossa Nova, dagegen, dass es immer leiser wird. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Es wird in letzter Zeit immer alles leiser. Der Inbegriff von Modernität für manche Menschen ist, dass etwas leise ist und so dahin gleitet. So wie diese E-Roller. Oder wie die, das ist, es ist ja nicht mal mehr möglich, bei einem Wutanfall eine Besteckschublade in irgendeiner Küche zuzuschmeißen. Man macht und dann die letzten 4 Zentimeter. So. Oder diese Absenkautomatiken bei Toiletten. Man will den Toilettendeckel runterschmeißen und die letzten 14 wieder. So ist das. Das ist einfach, weil Leute das gut finden. Es gibt Menschen, die wollen, dass alles leiser wird und am besten elektrisch betrieben ist. Und ich muss offen zugeben, das ist nicht mein Ding. Ich bin in den 80er Jahren sozialisiert worden. Also ich wollte zwar immer gern drin sein, aber ich wollte, dass es laut ist. Das wollte ich gerne. Ich wollte, mein Lieblingsbuch aus meiner Kindheit war Die Kinder aus der Krachmacherstraße. Meine Lieblingsfernsehsendung, die Muppet Show. Jetzt tanzen alle Puppen. Macht auf der Bühne Licht, macht Musik, bis der Schuppen wackelt und zusammenbricht. Das wollte ich. Dafür braucht man große Boxen. Das war mein Traum als Kind. Riesengroße Stereobox bis zur Decke. Nicht so kleine Dinger wie heute. Da wo nicht. Ich wollte mich nie mit der Box unterhalten. Ja, ich wollte die Box nicht fragen, wie das Wetter wird. Ich wollte nicht, dass die Box mir einen Witz erzählt. Ja, oder dass ich die Box fragen muss, was ich die Box mal fragen könnte. Auf Idee der Box hin. Das ist doch Quatsch. Ich wollte Boxen, die nichts können. Riesige, laute Stereo-Boxen. Das wollte ich haben. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Und Sie sehen, ich steigere mich da so ein bisschen rein. Aber das ist also... Deswegen ist dieser Protest-Bossa Nova entstanden. Ein Protest-Bossa Nova gegen das anhaltende Ausbleiben von Lautstärke. Das ist dieses Stück hier. Wenn man früher auf der Hauptstraße stand, dann wurde man umgefahren. Und das war gut, denn so merkte selbst der dümmste Passant, dass er das nicht wieder tut. Denn der war platt, aber früher hatte man auch noch eine faire Chance. Von Ferne, da hörte man laut schon, wie es röhrte. Es störte die Ohren, der Klang der Motoren, von Mofas und Traktoren, von Schienen und Waggons. Doch heute ist alles hier so leise, so lautlos, so smooth und so komplett ohne Kraffung. Elektro-Tretroller und Autos, die hörst du nicht kommen, aber sie fahren dich trotzdem um. Und so eine Drohne, die über dir kreist, nimmst du erst dann wahr, wenn sie runterfliegt. Und den Elektrobus hört man auch meist erst dann, wenn man schon drunter liegt. Denn sonst ist alles ja so leise, so mucksmäuschenstill, so geräuschlos und so sacht. Früher, da hörte man im Laster noch Truckstop mit dem Tiger im Tank. Das hat gekracht. Da gab's noch richtige Sauger mit Schlauch, die waren lauter als die Autobahn. Und heute legst du dich im Bad auf den Bauch, weil die Dinger jetzt so laut losfahren. Und von alleine, unkontrolliert, immer im Weg. Saug- und Mähroboter. Da muss man doch mal drüber reden, oder? Diese säuseleisen Sumse-UFOs, die jetzt überall hin und her huschen. Das ist doch der Anfang vom Ende. Da hat man jahrelang, und finde völlig zu Recht, haben die Leute gegen Landminen protestiert. Und dann lassen sie diese Dinger in ihren Gärten und Wohnungen auf sich selber los. Bloß damit alles immer sauber ist. Es muss immer sauber sein, die ganze Zeit. Es darf nicht eine Sekunde am Tag nicht sauber sein. Es gibt sogar Leute, die geben den Dinger Namen. Robby. Saugi, Wischi oder Krümmel. Das habe ich nicht erfunden. Es gibt Internetseiten mit Namensvorschlägen für Saug- und Mähroboter. Ja, echt. Bei den Mährobotern auf Platz 1 ist Sean das Schaf. Bei den Mährobotern auf Platz 12 ist Tim Wiese.
Aber das finde ich schon wieder ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Also, ich meine, für manche Leute ist ja dieses Ding auch wie ein Haustier. Ne? Die füttern den auch, die bringen dem Saugroboter von draußen Staub mit, damit er sich freut. Oder noch besser, es gibt Menschen, die haben schon einen Saugroboter und kaufen sich dann deswegen einen Hund. Damit der Saugroboter was zu tun hat. Dann haben die Fifi und Wischi. Und der Hund rennt immer vorne weg und der Saugroboter immer hinterher. Den ganzen Tag immer hinterher. Es ist ja so, also, dass die Hunde auch immer kleiner werden. Deswegen ist es schon öfter passiert, dass der Saugroboter über den Hund rupp, drüber ist. Dann ist Fifi im Wischi. Das merken die aber nicht. Das merken die Leute erst dann, wenn der Saugroboter auf einmal bellt. Oder auf den Teppich pinkelt. Und ich sag ganz offen, das wäre mir persönlich sogar lieber, als wenn das Ding überhaupt kein Geräusch macht. Denn sonst ist alles ja so leise, so ruhig, so fein und so unhörbar still. Und sie sitzen alle schweigend im Kreis ums Gemüse auf dem Elektrogrill. Na, und dann krümeln sie ein bisschen, damit der Wischi sich nicht einsam fühlt. Und der Mähroboter kriegt einen guten Nachtkuss und eine Schale Gras vom Urlaub auf Sylten. Und dann komm ich, wenn sie alle schon schlafen, baue ich mich in ihrer Siedlung auf. Mit der ganzen Band und Riesenboxen. Und dann ziehen wir die Regler auf. Und dann machen wir so laut, wie wir können, 2 Minuten lang endlich all den Krach, der dieser Nachbarschaft so fehlt. Und danach sind sogar alle Wischroboter wach. Und dann prügelt unser Drummer noch ein Solo mit Karacho in das Schlagzeug rein. Aber nur für 1 Minute, denn wir wissen ja, gleich trifft die Polente ein. Und wenn dann die Polizei kommt, ist alles wieder leise und längst wieder verstaut. Und wir sagen alle aus, hier hat einer wohl eine Meise und glaubt ständig, es wäre laut. Und der Polizist guckt uns lächelnd an und linst von der Seite in den Kofferraum hinein. Und er sagt, er lade jeden, der jetzt grinst, auf 1 Probefahrt im Streifenwagen ein. Und darum fahren wir lieber leise und lautlos und still wieder aus der Siedlung raus. Und wir tragen einen Bierkasten völlig geräuschlos auf leisen Sohlen ins Haus. Und selber schweigend sitzen wir dann am Balkon und hauen uns Bier in Kopf. Denn Zufriedenheit braucht manchmal keinen Ton, außer einem kleinen, leisen Plopp. Vielen Dank. Dankeschön.